Hallo liebe YouTube-Zuschauer, das ist unser heutiges Projekt, eine indirekte, dimmbare LED-Beleuchtung, zum Beispiel für euren Schreibtisch. Ich nehme euch mit, wie ihr so etwas nachbauen könnt. Los geht's! Was brauchen wir jetzt für unser Projekt? Zum einen natürlich LED-Streifen und gegebenenfalls Anschlussleitungen, eine Spannungsversorgung in Form eines Netzteils und eine Steuerungseinheit zum Dimmen der LEDs. Ich werde die mit einem Arduino Nano Every, zwei kapazitiven Berührungssensoren als Eingabe und noch ein paar Bauteilen aufbauen. Wir schauen uns jetzt hier die einzelnen Komponenten genauer an und bauen unser kleines System nach und nach auf. Wir zäumen das Pferd dabei sozusagen von hinten auf und starten hier mit unseren LED-Streifen. So ein LED-Streifen ist nichts anderes als viele LEDs parallel geschaltet, in der Regel dann jeweils noch mit einem kleinen Vorwiderstand. Das heißt, ich kann hier an einem Ende meine Spannungsversorgung anschließen und die versorgt dann entsprechend den kompletten Streifen. Und wenn ich den Streifen auftrennen möchte, zum Beispiel mehrere Streifen miteinander verbinden möchte, dann kann ich das hier an den Markierungen tun und dann jeweils Plus mit Plus von den zwei Streifen mit einem Draht und einer kleinen Leitung verbinden, anlöten jeweils und Minus mit Minus. Die LED-Streifen gibt es in der Regel für eine Nennspannung von 5, 12 oder 24 Volt. Ich habe mich jetzt hier für 12 Volt entschieden, wie ihr seht. Warum gleich mehr dazu und für eine Leistung von 7,2 Watt pro Meter. Da müsst ihr eben schauen, welche Anwendung ihr habt. Bei mir ist jetzt, wie gesagt, dieses kleine Monitorboard. Da ist das vollkommen ausreichend. So, in meinem Fall will ich hier meinen Monitorständer beleuchten. Und der ist hier 40 auf 20 cm. Muss ich meine LED-Streifen hier entsprechend zurechtschneiden. Heißt, ich schneide mir hier meine Streifen zurecht. 2 x 20, 1x40. So rum kommen die dann nachher unten an das Monitorboard dran. Das heißt, ich muss sie so rum und so rum jetzt hier zusammenlöten. Und dann verlötet ihr hier die LED-Streifen wie beschrieben. Am besten verzinnt ihr dabei die Pads und die Anschlussdrähte oder Litzen schon vor. Und damit hätten wir schon mal unseren LED-Streifen. Ich habe hier noch zwei Anschlussdrähte, um das Ganze auf dem Steckbett gleich zu testen, rangemacht. Für unseren Verbraucher, den LED-Streifen, brauchen wir natürlich auch eine Versorgung. Und da das Ganze dauerhaft sein soll, keine Batterie, sondern ein Netzteil. Die Ausgangsspannung von unserem Netzteil muss der Nennspannung von unserem LED-Streifen entsprechen, also 12 Volt. Aber welchen Strom muss das Netzteil jetzt liefern können? Fügen wir erstmal unser Netzteil in Form einer Gleichspannungsquelle hier in unser kleines Übersichtsprojekt und jetzt die Frage eben, wie viel Strom muss dieses Netzteil denn liefern? Dafür müssen wir uns anschauen, welche Hauptverbraucher wir denn in unserem kleinen System haben. Und das ist zum einen natürlich unser LED-Streifen und zum anderen auch der Arduino, der gleich noch kommt. Für den LED-Streifen wissen wir die Leistungsaufnahme pro Meter, das sind 7,2 Watt pro Meter, wie wir ja vorher gesehen haben. Und für den Arduino schätzen wir einfach mal großzügig, das heißt 7,2 Watt pro Meter mal 1 Meter durch die Nennspannung von 12 Volt plus, sind wir mal großzügig, 200 mA für den Arduino. Das heißt, wir haben eine Stromaufnahme von unserem System von 0,8 Ampere und das muss unser Netzteil mindestens liefern können. Ich habe jetzt hier eins mit 2 Ampere, das ist sehr, sehr großzügig bemessen, aber größer ist kein Problem. Ihr solltet nur kein Netzteil verwenden, was weniger Strom liefern kann, als eure Schaltung letzten Endes benötigt. Der Anschluss für unser Netzteil ist so eine Hohlbuchse. Ihr seht hier in der Mitte diesen Pin, sind dann die 12 Volt. Der wird entsprechend hier hinten an der Buchse rausgeführt und die anderen zwei Pins, ich hoffe man sieht das jetzt hier, das ist dann jeweils Ground, das wird kontaktiert hier die Metallfläche hier außen am Netzteil. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen mechanischen Schalter eingefügt, das heißt hier können wir jetzt über An und Aus die 12 Volt hier von der Buchse auf dieses Rail hier legen und Ground ist dann entsprechend hier auf dem zweiten Rail. Unseren Verbraucher haben wir, unsere Versorgung haben wir. Damit kommt jetzt sozusagen die Intelligenz in unser System und zwar in Form eines Arduino Nano Every. Wenn ihr das Video zum Nano bzw. Nano Every gesehen habt, dann wisst ihr, dass man am V-In-Pin, dem hier unten, den Arduino mit bis zu 21 Volt versorgen kann. Der hat einen Tiefsetzsteller integriert und macht sich dann daraus die 5 Volt Betriebsspannung. Das heißt, wir können unsere 12 Volt hier vom Netzteil hier jetzt
auf diesen V-In-Pin geben und natürlich das Ground vom Arduino hier auch auf das Ground von unserem Netzteil legen. Weiter geht's mit unserer Eingabe. Wir müssen dem Arduino hier jetzt irgendwie mitteilen, dass wir die LED dimmen wollen, also heller oder dunkler haben wollen. Das kann man über ein Potentiometer machen oder ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen was anderes überlegt mit zwei kapazitiven Touch-Sensoren. Die funktionieren ziemlich einfach. Du siehst, die haben hier drei Anschlüsse. Diese rechtwinkligen Pins muss man noch anlöten. Aber dann kann man hier über VCC 2,4 bis 5 Volt anlegen. Der andere äußere Pin hier ist der Ground-Pin und der mittlere Pin ist dann der I.O.-Pin. Hier gibt dann dieser Sensor, wenn sich hier ein Finger nähert, ich zeige es gleich mal, ein High-Pegel aus. So, ich habe jetzt die zwei Kameraden hier in unsere kleine Schaltung integriert. Ihr seht jetzt hier die 5 Volt Output des Arduinos. Achtung, nicht an die 12 Volt hängen, sondern an die 5 Volt des Arduinos. 12 Volt vertragen die hier nicht. Die habe ich jetzt hier jeweils an die beiden VCC-Pins gehängt. Die äußeren Ground-Pins habe ich hier über dieses Jumper-Kabel auf die gemeinsame Masse von allem hier gelegt. Und die beiden Ausgänge der kapazitiven Sensoren hier mit den gelben Jumper-Kabeln, die habe ich auf die Pins 4 und 5 gelegt, also D4, D5 Digital-Pins des Arduinos. Die werden wir nämlich nachher gleich einlesen. So, kleiner Zwischentest, um zu gucken, ob das alles so passt, was wir bisher fabriziert haben. Netzteil einstecken, Schalter umlegen, Arduino-LEDs gehen schon mal an. Und wenn ich jetzt hier mich den jeweiligen Sensor nähere, dann leuchtet die Status-LED. Das sollte soweit schon mal passen. Damit können wir jetzt schon mal mit unserem Arduino-Sketch, das heißt unserem kleinen Programm, starten. Wir konfigurieren die beiden Pins, wo jetzt hier die kapazitiven Sensoren angeschlossen sind, das heißt D4 und D5 als Inputs. Und wenn ich jetzt den einen Sensor berühre, dann soll der Arduino in 5er Schritten bis 250 hochzählen. Und wenn ich den anderen berühre, dann soll er in 5er Schritten bis 0 runterzählen. Warum 250? Gleich mehr dazu. Und diese Werte, die schreiben wir in eine Variable namens Gate. Dieses Hoch- und Runterzählen über diese Gate-Variable soll dann nachher hier dem Helligkeitsgrad unseres LED-Streifens entsprechen. Welcher Schaltungsteil uns hier jetzt noch fehlt, um unseren LED-Streifen zu dimmen und wie genau das funktioniert und welche Spannungen dann hier genau vorliegen, Stichwort Messungen mit dem Ostsee, das alles erfahrt ihr dann in Teil 2. Für heute danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.